Deichkultur. Der Kulturpodcast für dich und deine Region. Mehr als nur plattes Land und Schafe. Moin, wir sind Studenten der Jade Hochschule und haben ein Medienprojekt in Zusammenarbeit mit dem Kulturnetz Jadebusen. Das will die Kulturangebote in Friesland und der Wesermarsch besser sichtbar machen und da sind wir natürlich gerne behilflich. Jeden Sonntag geht ihr ab jetzt mit uns oder den anderen Redaktionsmitgliedern Mona Jendra, Marlon, Lea oder Philipp auf Entdeckungstour und erlebt die krassen Kulturkulissen der Region. Und damit moin und herzlich willkommen bei Deichkultur, eurem Podcast, wenn ihr erfahren wollt, was man in Friesland und der Wesermarsch so erleben kann. Wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Mein Name ist Carina und an meiner Seite ist heute Inga. Unser Vergnügen ist es, euch mit auf eine kleine Entdeckungstour zu nehmen. Und da bleibt nur noch die Frage, wohin denn eigentlich? Wir waren tatsächlich beim Schloss Jever und haben uns dort auf die Suche nach den Spuren Fräulein Marias begeben. Dabei haben wir dann auch in einem spannenden Skype-Interview mit Antje Sander erfahren, was dieser Ort mit Asterix und Obelix zu tun hat. Antje Sander ist die Museumsleitung und hat uns eine digitale Führung geben können, denn natürlich konnten wir aufgrund des Coronaviruses das Schlossmuseum nicht besichtigen. Allerdings haben wir, weil wir nach diesem Interview so neugierig waren, wie der Ort aussieht, wo Maria gelebt hat, einen kleinen Schlossgartenspaziergang gemacht und wurden dabei sofort in Marias Bann gezogen. Jetzt wollen wir euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen und hören auf mit dem ganzen Gesabbel und starten unsere Tour. Inga hat es ja bereits angeschnitten, Asterix und Obelix, wer kennt sie nicht? Generationen wurden in ihrer Kindheit von den beiden Comicbuchhelden geprägt und genauso ging es auch uns. Und wenn man sich so umhört, dann kommt so zum Vorschein, dass jeder so seine eigene kleine Asterix und Obelix Story zu erzählen hat. Ja, ich habe tatsächlich Asterix und Obelix das erste Mal als Kind kennengelernt, weil mein Papa eben jede Zeitschrift sammelt, also diese Comichefte sammelt und dadurch haben wir natürlich eine riesen Bandbreite von ziemlich alten bis zu den aktuellsten. Dadurch habe ich mir dann irgendwann mal eine Zeitschrift geschnappt und die dann auch gelesen und war auch hin und weg von den Geschichten. Zudem haben wir natürlich auch die Serien dann im Fernsehen gesehen, also die Zeichentrickverfilmung und auch die realen Verfilmungen. Und tatsächlich habe ich dann später, weil ich dann auch Latein in der Schule hatte, dachte ich mir, Mensch, du könntest ja auch mal Asterix und Obelix auf Latein lesen, habe ich mir dann sogar ausgeliehen. Muss allerdings ehrlicherweise gestehen, dass ich dann doch lieber eher die deutsche Version lese, weil es selbst auf Latein doch ziemlich schwierig ist, weil es ja auch immer nur so kurze kleine Sprechblasen sind. Aber ja, irgendwie hat mich, glaube ich, Asterix und Obelix auch ein bisschen dazu gebracht, dann später Latein zu wählen, weil dort ja auch schon immer lateinische Sprüche drin waren und einem da auch so die Römer näher gebracht wurden in so einer witzigen Art und Weise. Ja, das ist so meine Asterix und Obelix-Erfahrung aus der Kindheit. Bei mir waren es weniger die Asterix-Comics, sondern mehr die Asterix-Filme, die mich da so angefixt haben. Also ich habe nun mal drei Geschwister und da gehört das ja nun mal auch dazu, dass man sich nicht so einig ist, gerade wenn es ums Fernsehprogramm geht. Und was mir halt so in Erinnerung geblieben ist und woran ich auch immer denken muss, wenn ich irgendwie Asterix und Obelix höre, dass das halt echt so eines der Beispiele war, wo, also, oder die es geschafft haben, dass wir wirklich alle gemeinsam vorm Fernseher saßen und alle halbwegs glücklich waren, ohne große Streitereien. Und noch heute muss ich darüber irgendwie schmunzeln. Und natürlich sind die Geschichten irgendwie einzigartig gewesen und der Humor ist einfach besonders und den mag ich bis heute. Umso überraschter waren wir dann, als wir erfahren haben, dass es unweit von unserem Studienort Wilhelmshaven entfernt ein Fleckchen gibt, das eine wirklich große Parallele zu der Geschichte von Asterix und Obelix aufweist. Wirklich jeder Asterix-Fan kennt diesen ganz berühmten Einstieg, wo erzählt wird, 50 Jahre vor Christus eroberten die Römer ganz Gallien. Ganz Gallien? Oh nein, da gab es ja noch das kleine Dörfchen und so weiter. Und genau dieser Spruch passt auch so ein bisschen auf Jever. Jever war einst noch das Jeverland und genau wie das kleine gallische Dorf hat auch das Jeverland sich gegen die Ostfriesen verteidigt. Man könnte quasi sagen, dass das Jeverland das Gallien Ostfrieslands war.
Wie genau das zustande kam und wie die Hintergründe genau aussehen, das erklärt uns jetzt Frau Antje Sander vom Schlossmuseum. Also es war ja schon mit der Einrichtung der Grafschaft Ostfriesland in der Mitte des 15. Jahrhunderts war eigentlich schon, ich sag mal, Streit vorprogrammiert, weil die Zürzener da den Anspruch hatten, nicht nur Grafen von oder in Ostfriesland zu sein, sondern Ostfriesland verstanden sie bis zur Weser hin. Und da waren natürlich auch ein paar andere Häuptlingsherrschaften, die ja da vielleicht nicht unbedingt mitgehen wollten, jetzt sozusagen unter den Grafen von Ostfriesland ihren Bereich vielleicht zu lehnen oder so etwas zu nehmen oder sich in Abhängigkeit zu begeben. Das waren ja die Häuptlinge, die im Harlingerland saßen, aber eben auch die Jeverschen Häuptlinge oder eben diejenigen, die in Kniphausen waren. Also das waren so die potenziellen Häuptlingsherrschaften, die da durchaus noch nach Selbstständigkeit gestrebt haben. Und es war dann so eine Art Schaukelpolitik, dass man einfach gucken musste, Mensch, wie kann ich mich in diesem Gemengelage da noch selbstständig halten? Sich selbstständig zu halten, das hat auch das Fräulein Maria versucht. Sie war zu der Zeit die Regentin des Heferlandes. Was bei ihr allerdings erschwerend noch hinzukam, war, dass es zu der Zeit eben noch nicht üblich gewesen ist, dass eine Frau herrschte. In dem Zusammenhang hat Frau Sander uns auch noch erzählt, dass das Heferland ein sogenanntes Kunkellehen war. Kunkel wird dabei abgeleitet von Spindel und das bedeutet, dass eben auch die erstgeborene Tochter die Herrschaft übernehmen kann. Anders als es die meisten eben kennen, geläufig ist es ja, dass der erstgeborene Sohn das nur kann. Beim Kunkellehen ist das eben anders. Und das gefiel dann natürlich wiederum auch nicht allen so richtig. Besonders die Ostfriesen haben in dem Zusammenhang, auch gerade wegen ihrem Konflikt, da auch zu Maria selbst nicht immer so nette Worte gefunden und sie teilweise sogar als hässlich bezeichnet. Und dazu passt dann eben das Jeferland. Für die war Maria einfach die selbstständige Herrscherpersönlichkeit, die unheimlich fürsorglich für ihr Land da war, bodenständig, durchsetzungsstark und impulsiv war. Und eine echt witzige Geschichte war, dass sie aus dem Volk damals, als sie so 72 Jahre alt war, erfahren hatte, dass man sie wohl nicht mehr so für ganz zurechnungsfähig hielt. Und dann hatte man einen Mann zum Schloss geschickt, der eben prüfen sollte, ob sie überhaupt noch Testamente schreiben darf, weil sie angeblich eben nicht mehr so fähig wäre, jetzt ihren eigenen Willen niederzuschreiben. Und als sie das eben gehört hatte, dass im Volk so über sie getratscht wurde, war sie so ärgerlich und impulsiv, dass sie dann wohl rausgestürmt ist, als er bei ihr am Schloss war und ihn aufgefordert hatte zu einem Wettessen, um zu zeigen, ich bin noch stark und ich kann auch noch meinen eigenen Willen niederschreiben. Ich bin nicht tüdelig. Ja, auch wegen dieser Persönlichkeit wahrscheinlich war sie vor allem Jefer natürlich sehr beliebt und wurde dann auch liebevoll Fräulein Maria genannt. Und dazu gibt es eben auch eine kleine Geschichte, denn im Gespräch ist rausgekommen, dass sie Fräulein eben genannt wurde, weil sie eigentlich gar keinen eigenen richtigen Titel besessen hat. Das wussten wir vorher auch nicht. Ein Häuptling gibt es in der weiblichen Form nicht. Also es gibt keine Häuptlingin beispielsweise. Und demnach war sie einfach als unverheiratete Frau eben ein Fräulein, abgeleitet von Fruchen, weshalb sie allgemeinhin im Volk liebevoll so genannt wurde. Und bei offiziellen Anlässen war es dann eben der Fall, dass sie dann teilweise auch als Gräfin bezeichnet wurde, aber auch eigentlich nur, damit man sie irgendwie einordnen konnte, weil es eben nicht üblich war, dass eine Herrschaftspersönlichkeit gar keinen Titel besitzt. Und genau als sie dann gestorben ist, 1575, hat man immer noch ihre Persönlichkeit gemerkt, weil sie die sozusagen mit in den Tod genommen hat. Denn da hat sie immer noch die Ostfriesen an der Nase herumgeführt. Denn sie hat wohl bewusst ihren Tod geheim gehalten, um das Jeferland zu schützen. Denn eigentlich hatten ja die Ostfriesen, wollten unbedingt das Jeferland mit übernehmen, um sozusagen ihren Machtbereich auszubreiten. Jedoch wollte sie das auf jeden Fall verhindern und hat dann in einem selbstgeschriebenen Testament das so verfügt, dass eben die Grafschaft Oldenburg dann die Herrschaft über das Jeferland erhält
Und um eben diese Zeit zu überbrücken, bis der offizielle Tod bekannt gegeben werden konnte, hat man im Schloss alles Nötige getan, um den Anschein zu wahren, dass Maria immer noch lebt. Dazu gibt es dann auch noch eine wieder etwas witzige Geschichte, denn vor ihrem Tod hat sie eben Bedienstete damit oder einen Bediensteten damit betreut, eben in ihrem Zimmer zu sein und quasi vorzugeben, sie zu sein. Er hat sogar ihr Essen gegessen, er hat die leeren Tabletts vor die Zimmertür gestellt, damit auch jeder, auch die Angestellten, die nicht eingeweiht waren im Schloss, davon ausgingen, dass Maria immer noch wohlauf in ihrem Zimmer ist. Und ja, daraus kann man dann eigentlich auch schließen, meinte Frau Sander, dass so der heimliche Tod so der Anfangspunkt war von diesen Legenden und Sagenbildungen um die Person Maria. Und das ja, bekam dann nochmal einen starken Aufwind dann im 18. Jahrhundert. Dann zu dieser Zeit herrschte ja Napoleon in Europa. Und das Problem war, dass die Menschen sich natürlich nach Persönlichkeiten sehnten, die Menschen vereinten und jetzt nicht trennten und Unfrieden stifteten, und deswegen wollten sie eben Persönlichkeiten haben wie Maria, zu der sie aufsehen konnten und sagen konnten, die war sehr fürsorglich und hat uns alle vereint. Und das sieht man dann zum Beispiel auch an der Kyffhäuser-Sage, wie Frau Sander jetzt weiter ausführt. Ludwig Tracker, Jan, der Oldenburger Historiker, hat das ganz schön zusammengefasst. Er ist nämlich auch ähnlich wie die Brüder Grimm durchs Oldenburger Land gefahren und hat dann Sagen und Märchen aufgeschrieben und unter anderem eben auch die Maria-Sage. Also sie wäre in einem unterirdischen Gang verschwunden. Es gäbe aber Leute, die wären da mal in den Gang reingegangen und da hätten sie einen großen eisernen Tisch gesehen. Fast identisch mit der Kyffhäuser-Saga. Sie hätte dahinter gesessen und ein großer schwarzer Hund mit glühenden Augen hätte sie gesehen. Und damit sie den Weg einst findet, läuten in Jever die Glocken. Und es ist so, dass wir durchaus ein Glockenläuten jeden Abend haben in Jever, das sogenannte Marienläuten. Das ist aber wahrscheinlich das Einläuten der alten Polizeistunde, die zur Zeit Marias entstanden ist im 16. Jahrhundert. Und die würde dann entsprechend übertragen. Und auch der Gang ist noch in Jever zu sehen. Man hat also dann mit der Errichtung der Unterburg oder der Abtragung der Unterburg und als man dann den Landschaftsgarten eingerichtet hat, einen Gang sozusagen besonders behalten. Das war einer, der sehr gut noch auch ausgemauert ist. Den kann man heute auch wiedersehen. Den haben wir bei der Restaurierung des Parkes auch wieder aufgemacht. An dem jetzt sozusagen diese Sage klebt, wobei es sicherlich ursprünglich ein anderer Gang war, denn der heute gezeigt wird, das ist eigentlich ein Verbindungsgang für den inneren und äußeren Wassergraben, um dann den Wasserausgleich auch zu haben. Aber er ist sehr alt, also existiert auch real noch sozusagen heute im Jeverland diese Sage und jedes Kind eigentlich kennt es. Und wenn man, egal wen man fragt, also jeder weiß, warum das Marienläuten heutzutage immer noch stattfindet. Das ist aber nicht die einzige Sage. Es gibt noch andere, die ranken sich um einige, ich sag mal, Erinnerungsstücke, die wir noch haben. Da ist zum Beispiel das Kettenhemd. Wir wissen auch aus alten Inventaren, auch des 18. Jahrhunderts, dass diese Sage recht alt ist. Es hat sich aus der ganzen Rüstkammer der Häuptlinge zu Jever und Marias von Jever hat sich nur ein einziges Kettenhemd erhalten. Das wurde immer schon, auch im 18. Jahrhundert schon und im 19. dann auch in einem besonderen Schrank aufbewahrt und auch Gästen gezeigt als ja, ein besonderes Stück. Und da berichtet Stracker Jan von der Sage, dass also, wenn man das Gästen gezeigt hätte und die sich vielleicht heimlich so einen kleinen Ring aus dem Kettenhemd gefummelt haben, um den als Erinnerung mitzunehmen, dann wäre am nächsten Tag wie von Geisterhand der Ring auch wieder an der entsprechenden Stelle gewesen. Und ich habe immer gedacht, dass also diese Sage ja natürlich irgendwie auch einen wahren Kern haben, denn warum ist genau dieses Kettenhemd erhalten geblieben? Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Also diese Sage ist ja recht alt. In irgendeiner Beziehung zu Maria muss es gestanden haben, sonst hätte man es ja nicht aufbewahrt. Ja, das Kettenhemd konnten wir beide jetzt in der Form leider nicht live sehen, weil es sich ja im Schlossmuseum befindet. Allerdings konnten wir bei unserem kleinen Ausflug durch den Schlossgarten einen Blick auf den Eingang von dem unterirdischen Gang erhaschen, da wo Maria ja angeblich verschwunden ist.
Und das ist ja auch im Schlossgarten frei zugänglich. Das kann man auch als Besucher mal noch sehen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr denn in diesen Zeiten das Schloss und Maria besser kennenlernen könnt, dann können wir euch auf jeden Fall die Website des Schlossmuseums sehr ans Herz legen. Ja, da hat sich in letzter Zeit nämlich so einiges getan. Zum Beispiel haben sie jetzt viele Videos hochgeladen, wo man Eindrücke rund um das Schloss bekommen kann. Und ansonsten haben sie einen Instagram-Kanal eingerichtet, wo man viele schöne Bilder sieht und ein paar Bildbeschreibungen. Dann kann man sich einfach auch nochmal einen eigenen Blick quasi verschaffen vom Schloss und vom Schlossgarten. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann schaut ihr bei uns vorbei beim Podcast, wo ihr Informationen natürlich zum Schloss, aber auch zu vielen anderen kulturellen Einrichtungen bekommen könnt. Wir haben auch noch einen YouTube-Kanal und auch unseren Instagram-Kanal Deichkultur könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und natürlich hoffen wir auch alle, dass diese Krise irgendwann auch mal wieder vorbei ist und das normale alltägliche Leben langsam wieder Einzug bekommt. Deswegen kann man dann ja natürlich das Museum auch wieder normal besuchen. Dann bietet das Museum natürlich viele Führungen an, auch eine Führung über Maria, wo man auch noch mal etwas über die Sagen erfährt und auch Ausstellungen im Museum bewundern kann und sich dann auch das Kettenhemd zum Beispiel noch mal in Ruhe angucken kann. Es ist also auf jeden Fall ein Besuch wert und Frau Sander erklärt euch im Anschluss noch einmal kurz, welche Vorzüge das Schloss hat im Gegensatz zu den Schlössern in Deutschland und Europa. Ja, ich finde erst einmal toll an unserem Schloss, dass man eben fast jeden Raum besichtigen kann. Also, dass das Museum wirklich fast alle Räume im Schloss beinhaltet. Dann ist es schon faszinierend, dass sich die Landesgeschichte in so vielen Kleinigkeiten auch widerspiegelt. Also, wir haben die Wohnräume der Herzöge, aber eben gleichzeitig können wir das kombinieren mit interessanten Ausstellungsstücken. Und diese Kombination auch mit dem Garten und dem Park, das ist ja auch nicht überall so möglich, dass man das so zusammen besichtigen kann und dass es das auch so aufeinander bezogen ist. Und spannend finde ich eben auch, dass wir nicht ein Schloss haben aus einem Guss, also sonst hat man vielleicht so eine barocke Anlage oder eine klassizistische Anlage, sondern dass die wirklich mit vielen Bauspuren bis ins Mittelalter zurückreicht und man da wirklich die ganze Entwicklung der Landesgeschichte einmal nachvollziehen kann. An dieser Stelle wollten wir uns dann auch wirklich nochmal recht herzlich bedanken für dieses nette, ausführliche und vor allem auch aufschlussreiche Interview. Es hat uns wirklich sehr gefreut und damit sind wir auch leider, leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächste Woche Sonntag wieder dabei, wenn wir euch auf die nächste kleine Entdeckungstour mitnehmen. Wir freuen uns drauf.